Vor rund 3 Tagen hat der Hurricane Idalia den südöstlichen US-Bundesstaat Florida heimgesucht und große Teile des Gebiets südlich der Hauptstadt Tallahassee verwüstet. US-Präsident Joe Biden ist nun in die Küstenregion gereist, um sich ein Bild vom Ausmaß der Verwüstung zu machen. Vor Ort versprach er den Sturmopfern Hilfe. "Falls es irgendetwas gibt, das ihr Bundesstaat braucht, ich bin bereit, für diese Unterstützung zu sorgen", sagte er bei einem Besuch in der Stadt Live Oak. "Ihr könnt auf unser Land zählen und wir werden an eurer Seite stehen, bis die Arbeit erledigt ist." Aktuell sind rund 1.500 Hilfskräfte im Einsatz. Mehr als 1,3 Millionen Mahlzeiten wurden für die Menschen vor Ort bereits ausgegeben. Viele Menschen haben bei dem Sturm ihre Häuser und Habseligkeiten verloren. Seinen republikanischen Herausforderer Ron DeSantis traf Biden jedoch nicht. Der Republikaner hatte keine Reise ins Sturmgebiet geplant und erklärte, der Besuch Bidens würde die Menschen ohnehin nur an Rettungs- und Wiederaufbaubemühungen hindern.